Hey Sound, Konnichiwa, hier ist wieder euer Keanu zurück mit Let's Play Dragon Ball Z, Battle of Z. Mit dabei, wie immer, der... Der Weehawk LP, hey sehr und was zur Hölle. Ja. So, bevor wir mit dem Spielen anfangen, möchte ich kurz erklären, was mit diesem Projekt jetzt los ist. Eigentlich wollte ich das ja irgendwann dann alleine weitermachen, aber aufgrund einer dummen Mission, die ich Rüdiger auch schon privat gezeigt habe, habe ich mir gesagt, ne, das will ich nicht alleine spielen. Da macht jetzt Rüdiger mit. Mario Kart Wii wird dadurch ja insofern beeinflusst, dass wir es nur noch einmal pro Monat aufnehmen, solange Dragon Ball Z läuft. Also, das bitte ich dann zu entschuldigen für alle, die Mario Kart Wii gerne gucken. Oder auch dieses Projekt. Dementsprechend lade ich das auch nicht ungeplant, unregelmäßig hoch. Beide Sachen. Weil ich will ja auch, dass ich bis zur nächsten Aufnahmesession immer ein bisschen was am Vorrat da habe. So. Jetzt machen wir aber mal da weiter, wo wir aufgehört haben. Privater Raum. Ich sollte eventuell die Fraps-Zahl da auch mal rausnehmen. Wäre eventuell ganz angebracht. Wochensatz. Irgendwas bekommen. Okay. So, Moment. Zack. Freund einladen. Wo bist du denn? Da bist du. Hattest du mich? Ja, ich hatte dich. So, ich hab dich geaddet. Alter! Hast du Spieleinladung bekommen, Alter? Lehne ich aber ab. Ich habe auch schon versucht, Offcam ein bisschen was zu leveln, weil wegen Karten bekommen, aber das hat nicht wirklich funktioniert. Ich bin da nur eine Mission weitergekommen. Also bei mir ist mit Leveln auch nicht viel jetzt gewesen. Ich habe mich zumindest nochmal mit der Steuerung vertraut gemacht. 74, ja, also es ist noch nicht besonders hoch, mein Level. Ich hoffe, dass ich hier helfen kann. Also ich denke, das müsste drin sein. Ich dürfte mich auf jeden Fall nicht schlechter anstellen wie die KI. Sagen wir es mal so. Ja, hoffentlich. So, welchen Charakter nehme ich denn? Ich denke, ich werde mit... Nein, nicht ihn, nicht. Wie hatte ich ihn angezeigt? Man sagte mir auch, ich soll mal die Autoanpassung versuchen. Autoanpassung, ich habe keine Ahnung, was das heißt. Automatisch die stärksten Karten verwenden. Ja, zack, mache ich einfach mal. Ja, so. Jetzt habe ich... okay. Anpassung verwerfen. Nein. Bestätigen. So. Ich habe eine relativ interessante Karte bekommen. Die wohl die gegnerische Ki senkt bei Nahkampfangriffen. Ach so, die habe ich auch x-mal. Das klingt nicht schlecht. Die habe ich vorhin, als ich das mal trainingsweise nochmal gespielt habe ich die bekommen. Ich bin mal gespannt, ob das überhaupt was bringt. Mit welchem Charakter gehst du denn voran? Jo, ich mache erstmal Piccolo. Weil es ist doch so mit einer meiner aufgelevelsten, sag ich mal. Gut, dann pack ich. Ich kann auch, denke ich, ganz gut mit ihm umgehen. Ich probiere es einfach mal. Wie gesagt, viel leveln konnte ich halt nicht. Also Piccolo dürfte da auch die beste Wahl sein. Dann musst du noch auf Dingens gehen, auf Start. Jawohl. So, und das war die Mission, wo Cell dann irgendwann C18 absorbiert hat und C16 auftaucht. Du erinnerst dich, denke ich. So ganz dunkel. Ich erinnere mich, ja. Schwanzentzug. Setzt der gute alte Cell ein. Ah ja, das ist interessant. Soll ich die Cutscene laufen lassen oder wegdrücken? Ich weiß ja nicht, ob deine Zuschauer sie schon gesehen haben. Ja, die hatten wir doch damals im Stream schon gehabt. Ach, die hatten wir schon. Ja gut, dann könnten wir sie eigentlich wegmachen. Das sieht geil aus, drei Super Saiyajins. Da müsst du aber auch... genau. So, wie ging die Steuerung noch? Ich sehe schon, genau. Du bist auch gut vorbereitet. Ja, ich habe seit du bei mir warst nicht mehr gespielt. Damals hattest du solche Probleme mit C16, weil der dich ja so unmenschlich kaputt gehauen hat. Der hat halt unglaublich viel Schaden gemacht, das war ja Wahnsinn. Jetzt haben wir nochmal eine schöne Kombo gelandet hier. Armer C17, ich habe gerade irgendwie Mitleid mit ihm. Der kann sich da gar nicht draus befreien, der arme Kerl. Oha. So. Ich habe mich jetzt aber irgendwie mit Trunks eingespielt.
wenn ich denn mal auf Cam gespielt habe. Weil der hat eine sehr nette Attacke, so dass ich nämlich zum Gegner hin zustürmen kann. Das klingt gut. Und... Bams! Jawohl. Sehr gut. Sehr gute Treffer. Das war richtig gut jetzt. Oh fuck. Und irgendwie hat es Team Gohan trotzdem geschafft, K.O. zu gehen. Was ist denn hier los? Aha. Das muss man jetzt so. Wir haben aber noch drei. Meine Güte. Es geht so flott mal hier. Mal eben Vegeta wiederbelebt. Aha. So. Das wird im nächsten Kampf aber sehr schön. Denn da haben wir... Na gut, man hat es bei mir schon ein bisschen gesehen in der Missionsauswahl. Da müssen wir gegen die Cell Juniors und Cell antreten. Nur die Cell Juniors sind scheiße. Mhm. Das habe ich dir ja damals auch schon gezeigt. Und so. Wow, sehr guter Höllenspiraltreffer. Oh, er lebt noch. Wie hat er das denn überstanden? Das hat mich jetzt auch überrascht. So, da kommt die 18. Aha. Okay. Nein! Scheiße! Jetzt bin ich gerade versehentlich Pause gedrückt und das hat mich ein bisschen verwirrt. Und. Ich hab nicht damit gerechnet, dass sie sofort anfängt. Zack! Hab ich sie erwischt? Ja. Glaube ja! Ah, das war nix. Schade. Nö. Ach, diese blöde Heilung. Ich hab kein Key mehr! Ja, so jetzt. Wow. Sehr, sehr schön. Irgendwie habe ich wieder eine Menge an Ki dazu bekommen. Mhm. Gerade als ich meinen Super Ki-Angriff gemacht habe. Wir müssen C18 auf jeden Fall zuerst down kriegen, da die nämlich heilen kann. Ah. Das sieht aber auch ganz gut aus, die haben wir gleich. Sehr schön. Und Cell ist auch mit in diesen Synchronangriff gerutscht. Aha. Wow. So, jetzt wird's hart. Wir haben aber noch drei Leben. Wo ist er denn? Da ist er denn. Out. Da ist er. Verdammt. Er hat unsere beiden Angriffe. Ist unseren beiden Angriffen ausgewichen. Kann es eigentlich sein, dass der Kampf normal weiterläuft, während diese Angriffs-Cutscenes laufen? Ja. Das wäre ziemlich unfair, oder? Das tut's. Das ist natürlich ziemlich schlecht. Das ist ja kein Wunder, dass sie dann da dauernd Höllenspirale und was weiß ich was ausweichen können, wenn... Boah. Das ist schlecht. Und... Zack. Ach, verfehlt. Aber ganz knapp. Das könnte noch ziemlich nachteilig werden. Ja, bisher haben wir es doch immer irgendwie geschafft. Das war zum Beispiel sehr nett. Dort ist er. Ah. Und... Ja. Ha, vom Himmel gefeuert. Und nimm das! Verdammt, ausgewichen. Ja, das war meine Schuld. Ich habe einen Kettenangriff gemacht. Ja, kein Problem. Na, jetzt fliegt er erstmal wieder ein bisschen. Na gut. Die anderen hatten keine Lust auf Kettenangriffen. Schade. Zack. Sehr gut. Und? Ja, bei mir kam kein Dingens. Oh, und? Ah! Oh. Schön von Himmel geholt wieder. Oh, ich liebe es. Und? Ach, schade. Verdammt. Ganz knapp daneben. Aber dafür ein schöner Combo-Angriff jetzt. Oh, zu dritt auch noch. Das ist richtig gut. Beim letzten Mal hatten wir gar keine Chance gegen den. Ja, ich wundere mich gerade, wie das läuft. Und dieses Mal machen wir den fertig. Ja. Wir haben ihn gleich, wenn das so weitergeht. Nein, das hat aber ordentlich Schaden gemacht, der Penner. Das Cyborg-Schild. Ja! Ja! Komm jetzt aber! Der muss doch langsam mal Platz sein! Das gibt's doch nicht! Nein! Verdammt! Fuck, jetzt hat er aber gerade so viel Leben gezockt, ey! Drei Stück, oder? Mhm. Nein, vier Stück! Überhaupt noch. Wir hatten, oder, nee, ich weiß. Ich weiß nicht mehr, wie viele Leben wir hatten. Der Kerl überhaupt noch? Das kann doch gar nicht sein. Der hat doch gar keine Energie mehr. Doch, ein Pixel hat er noch. Jetzt aber, meine Güte. Wie er geflogen ist. Ja. Der hat ja ohne Energie länger durchgehalten als mit Energie. Jetzt Wahnsinn. Bin ich mal gespannt, ob Genki-Dingens kommt. Nee, kommt nicht.
Ja. Ja, wenigstens haben wir es mal geschafft. Übrigens, man kann auch entscheiden, wie viele Versuche man bekommt. Je nachdem, was für einen Charakter man hat, kann man unten auch sehen, wie viele Versuche der mitbringt in der Charakterauswahl. Mhm. Vegetto zum Beispiel hat 0 Versuche, den zu nutzen, nur wenn man mutig ist. Okay, das muss natürlich nicht sein, ja. So, jetzt bist du wieder der Raummaster, entscheidest die Mission als auch die Charaktere. Aha. So, also gehen wir erstmal in die Missionsauswahl. Mhm. Und wählen natürlich dann Mission Nummer 26. Die schöne Mission mit den Cell, Juniors. Ach. Ich bin gespannt. Ich hab's ja bei dir schon gesehen, aber ich bin mal gespannt, wie das jetzt läuft. Ja, denk dran, wenn du von irgendeinem Cell-Junior hörst, dann kann es sein, dass du plötzlich einen anderen Cell-Junior anvisiert hast. Mhm. Also das ist wirklich das Wichtigste. So, boah, die haben ja alle nur einen Neuversuch, wie ich das hier sehe. Oder fast alle. Ist ja übel. Manche haben zwei, manche einen. Der Pflanzenmann hat 2, aber das bringt ja auch nicht viel, wenn ich den mit reinnehme. Nee. Tenshin Han hat 2. Wir brauchen auf jeden Fall einen Heiler, das ist wichtig. Son Gohan hat leider nur einen. Son Gohan müsste noch so mit der beste Heiler sein. Ich habe einen Neuversuch. Piccolo hat einen. Mir wurde gesagt, Yamshu soll schlecht sein, aber der soll sehr oft heilen, angeblich. Okay. Das hat irgendeiner in den Kommentaren mal geschrieben, in irgendeinem Video. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Zur Not nehme ich mal Yamshu, der hat bei mir nämlich schon ein paar. Dann geh halt auf Anpassen und dann auf hier Autoanpassung. Da kannst du nämlich auch. Der hat schon sehr wenig TP, muss ich sagen. Also 15.000, das ist nicht die Welt. Ja, dann geh lieber auf Son Gohan. Ja. Ja, der hat nur 10.000, das ist ja noch schlimmer. Ja, dann doch lieber Yamshu. Okay. Ja, dann machst du am besten bei ihm mit Autoanpassungen stärkstes, damit er noch ein paar extra Punkte bekommt. Okay, dann gucke ich mal. Wo ist denn Autoanpassung? Ja, das ist Anpassen und dann halt statt auf Bestätigen auf Autoanpassung. Ach, da unten ist Autoanpassung, genau. Auto-Setup A habe ich gewählt, dann steht da automatisch die stärksten Karten verwenden. Okay, einschließlich der von anderen Charakteren eingesetzten Karten, okay. Sind jetzt von anderen Charakteren die Karten weg? Musst du halt mal gucken, wie du denn noch auswählen willst. Weil wenn jetzt Piccolo all seine Karten verloren hat, wäre das... Nein, hat er nicht, der ist noch auf 550. Er hat bei Ki hat er eine Karte verloren. Ja, dann fügst du halt da eine Karte hinzu. Ah, da kriegt er mal die plus 15 wieder. Und dann passt das. Oh, ich kann auch sehen, welche Karten du ihm hier am Schuh ausgerüstet hast. Ah, okay. Er hat jetzt 16.500. Dein Piccolo hat 19.500. Ich muss halt nur auf deine Charaktere gehen und dann Y drücken. Sonst fehlt hier aber noch ein Charakter. Gut, wen nehmen wir denn noch? Den könnten wir noch nehmen. Ich würde, das ist die Frage. Welcher ist denn bei dir noch stark? Ich würde eventuell auf den Super Saiyajin zurückgreifen. Ich guck mal. Ja, ich denke Son Goku als Super Saiyajin. Ich habe halt, als Super Saiyajin habe ich noch. Ja, Teen Gohan habe ich noch. Der ist nicht ganz. Trunks ist nicht schlecht mit 16.000. Ja, den habe ich bereits. Trunks Super Saiyajin habe ich ja bereits als Dingens Charakter genutzt. Dann nehmen wir Son Goku. Ne? Mhm, ist aber der. Ihn würde ich aber. Moment, anpassen? Nee, ich kann nicht anpassen. Ihn würde ich dann. Ich guck mal, ob ich bei ihm noch eine Autoanpassung machen kann. Mhm. Autoset. Karten, die von anderen Charakteren eingesetzt werden, werden entfernt, sagt er. Nein, das will ich eigentlich nicht. Was sagt er bei Autosetup B? Automatisch die stärksten Karten verwenden, okay. Ah ja, und das sind jetzt die restlichen, die ich noch übrig hatte. Das waren leider nicht allzu viele. Schade, aber naja, ist besser als nichts.
Normalerweise sollte ich doch sehen können, was der für... Das ist leider nicht die Welt, was noch übrig war. Ich habe relativ wenig Karten. Na gut, dann versuchen wir es aber mal, oder? Ja, wir können es mal probieren. Gut, auf so einen Kampf muss man sich halt gut vorbereiten, Leute, nicht wundern. Das sind unheimlich viele Sally Juniors. Wie gesagt, ich habe den Kampf früher schon gezeigt. Mhm. Gut. Gehen wir es an. Probieren wir es mal. Mhm.